Schadensersatz. Das ist Timo. Vor kurzem hat er sich das neueste Smartphone gekauft. Dieses kostete 499 Euro. Als Timo zu Hause ankommt, bemerkt er, dass ein Sprung im Display ist. Ist das auf dem Nachhauseweg passiert? Oder war das schon beim Kauf so? Kann er das Handy jetzt noch rechtlich korrekt umtauschen? Und wenn ja, wie? Nach kurzem Überlegen geht Timo zurück zum Laden und fragt, ob er das Handy zurückgeben kann. Doch die Verkäuferin weigert sich, das Handy anzunehmen. Zurück zu Hause informiert sich Timo im Internet über die Rückgaberechte des Käufers. Timo geht zurück zum Laden und trägt der Verkäuferin seine Rechte vor. Darf er es nun zurückgeben? Ja, denn wenn die Sache mangelhaft ist, kann der Käufer Nacherfüllung verlangen. Das eins der Rechte ist, dass nach dem Kaufvertrag dem Käufer zusteht, falls das Produkt geschädigt ist. Dafür hat er aber nur 6 Monate Zeit, dann zerfällt dieses Gesetz. In diesen 6 Monaten darf der Händler entscheiden, ob er die Ware ersetzen, reparieren oder das Geld zurückzahlen will. Timo hat nun sein Geld zurückbekommen, weil sein Handy schon beschädigt war. Dadurch ist das Gesetz der Nacherfüllung in Kraft getreten. Der Verkäufer hat innerhalb dieser 6 Monate die Möglichkeit, das Handy zu erneuern oder zu ersetzen. Created using Powtoon.